Hallo und wir sind zurück zu A-Train 9 und schöner Kameraschwenk hier am Start. Gefällt mir sehr, sehr gut. A-Train, obwohl jetzt schon viele, viele Jahre alt, eigentlich ein Spiel, was, wie ich finde, für eine V-Sim oder Transport-Sim relativ ansehnlich ist nach wie vor. Schaue ich immer wieder gerne an. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren hier unterwegs, so. Die sind zu früh angefangen zu reden und zu wenig weit gescrollt. Wo unsere Straßenbahnen im Stau stehen. Warum das? Ich hätte mir gedacht, ich habe das Problem letztes Mal gelöst. Offensichtlich nicht. Ärgerlich. Warum funktioniert das noch nicht? Was könnten wir vergessen haben? Checken wir nochmal alle Abfahrten. Also. 56. 56. Eine Stunde. Moment. Ich glaube, das Problem liegt hier. Da haben wir eine Fahrt zu wenig. Oder sogar zwei Fahrten zu wenig. Kann das sein? Ich glaube, so müsste es sein, oder? Wenn wir da auf 1 stellen, geht das auch noch. Genau, okay. Bin gespannt, ob das jemand in die Kommentare geschrieben hat. Ich habe, wie gesagt, zwischen der und der vorherigen Folge noch nichts hochgeladen, weil ich ein bisschen vorproduzieren wollte. Denn wir haben hier natürlich dasselbe Problem haben. Genau, da haben wir auch hier eine Fahrt weniger. Da genügt aber das. Moment, stellen wir auch auf 1, oder? Na, Moment. Moment, dass ich da nichts falsch mache. Hier ist jetzt keine Abfahrt mehr, oder? Theoretisch soll es so passen, wenn ich mich nicht ganz vertan habe. Das heißt, untertags funktioniert es sowieso. Also das Timing scheint zu passen. Problem ist dann abends, weil eine der zwei Bahnen einmal öfter gefahren ist wie die andere. Das ist ein Problem, was wir jetzt eventuell behoben haben, falls ich mich nicht vertan habe. Wir werden es gleich sehen. Noch pendeln sie fleißig und jetzt fährt die 81 nochmal, obwohl die 80 nicht mehr fährt. Okay, eigentlich hätte Wenden genügt. Die 81 fährt also noch einmal los, obwohl sie nicht soll. Okay, das hier ist irrelevant einzustellen, weil die 80er gar nicht mehr darüber fährt. Das heißt, die Abfahrt um 0 Uhr streichen wir jetzt einfach für die 81 und dann sollte das Problem eigentlich behoben sein, weil eben die 80er schon gar nicht mehr rüber fährt, um die letzte eingestellte Fahrt zu machen. Alternativ könnte man hier natürlich noch eine Fahrt dazu einplanen, aber für den Moment lassen wir es mal so und das passt jetzt hoffentlich. Wir werden es sehen. Okay. Dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall mal einen Zug in die Hauptstadt. Eventuell starten wir mit der S-Bahn. Schauen wir uns mal hier ein bisschen an, wann hier Abfahrten sind, beziehungsweise wäre, glaube ich, jetzt ein guter Moment, die ins Depot zu packen. Machen wir das so. Welche Züge fahren momentan aus dem Depot ab? Das sind, glaube ich, nicht viele. Warten wir mal auf die Nacht. Weil dann starten wir die neuen Züge auch schon aus dem Depot raus. Da es jetzt momentan, sehe ich gerade, natürlich so eingerichtet ist, dass wir nur darüber fahren können und wir können nicht hier rein. Auch ein Problem, was es noch zu lösen gilt. Könnte man theoretisch hier einschleifen. Oder da. Unterirdisch irgendwo wenden. Das überlegen wir uns noch.
Jetzt warten wir mal und schauen mal, wer hier in der Nacht reinkommt. So, hier steht der Dreier. Das heißt, der Gegenzug wäre der Vierer. Der hier ist. Okay. Dann werden wir den zuerst mal ins Depot verbannen. Wie regeln wir das am einfachsten, dass ich das zusammenbringe? Wir schauen uns den Dreier nochmal an. Wie wir das bei dem regeln. Und eventuell auch, wann er abfährt. Also ungefähr 10:30 fährt er hier ab. Und hier dann 12:30 und da dann wieder, nehme ich an, 14:30. 15 Uhr. Nicht ganz. Okay. Gut, und dann schauen wir mal, was ist der letzte Akt. Das ist irgendwann ins Depot fahren und das ist bei dieser Fahrt. Jawohl, da biegt er ab ins Depot. Sprich, wir haben hier die Weiche so eingestellt, genau, dass er zwischen 0 und 2 Uhr ins Depot fährt. Okay, wo ist der Vierer grad? Der ist hier und hat keine Abfahrt mehr gemacht, weil er natürlich hier stehen bleibt. So, wieso schaffe ich es nicht, das Gleis so auszuwählen? Naja, egal. Okay, das heißt, theoretisch könnte man da auch noch eine Nachtfahrt einplanen. Genau. Und dann müssen wir nur schauen. Warten wir auf den nächsten Tag. Beziehungsweise er fährt hier um 0 Uhr ab. Also können wir es theoretisch auch gleich jetzt einstellen. Nämlich sollte er hier dann zwischen 0 und... Na, umgekehrt. Der muss geradeaus fahren. Zwischen 0 und 2 Uhr. Genau, dann fährt er hier rein und landet theoretisch... Auf welchem Gleis war das jetzt? Ich glaube auch hier, auf dem sind wir stehen geblieben, weil wir... Sind wir da gerade durchgefahren? Wie sind hier die Einstellungen? Der kommt auf dem Gleis da rein und fährt gerade durch. Ich würde sagen, mit dem parken wir dahinter. Sollen wir das machen? Vielleicht müssten hier einfach nur abzweigen, pauschal. Und dann stehen wir dahinter drin. Und jetzt ist die Frage, kommen wir vorher oder nachher an? Ich tippe mal, dass es knapp wird, aber wir leicht danach ankommen. Von dem her bräuchte man theoretisch da gar keine Abfahrtszeit einstellen, sondern könnten einfach hinten auffahren und warten, bis der abfährt. Weil der hat hier eine Abfahrtszeit um 4:30 Uhr. Und der fährt einfach rein, bleibt 10 Minuten stehen und fährt weiter. Müssen wir eigentlich nur korrekterweise hier bei der letzten Fahrt einstellen, dass er nichts mehr ladet. Aber das sind so Optimierungen, wo ich mich traue zu sagen, die können wir wirklich verschieben auf später oder auf Offscreen, wo man einfach ganz korrekt ist und sagt, ja, die letzte Fahrt, bitte alle aussteigen. Niemand mehr damit ins Depot. Und das müsste man dann über individuelle Abfahrtszeiten lösen. Immer ein Wort, über was ich gern stolpere. Damit das vernünftig funktioniert. So, jetzt haben wir es genau verpasst. Aber es hat... Na, es ist die Frage, ob es geklappt hat. Weil theoretisch kann er einfach auch direkt durchgefahren sein und wieder aufs Gleis... Dann warten wir noch einmal ab und schauen uns das an. Weil dann starten wir jetzt den nächsten Zug, den wir bauen, gleich direkt aus dem Depot raus. Und hier sieht man auch schön, die sind komplett vollgestopft. Das heißt, die Bahnhöfe geben auf jeden Fall schon mal mehr Passagiere her, als wir versuchen zu verfrachten. So, hier kommt der Dreier. Und der Vierer mag nicht, weil... Gute Frage. Warum bist du nicht gefahren? War das vielleicht
dass ich nicht, sich das nicht mehr ausgegangen, kann das sein? Kommt der da zu spät an für die letzte Fahrt? Stellen wir mal hier vorsichtshalber irgendwie so auf 0.20 Uhr, falls das Probleme macht, dass wir genau bei 0 Uhr sind, glaube ich aber nicht. Gute Frage. Sehen wir aber gleich. So, jetzt hat er die letzte Abfahrt, also zumindest die letzte reguläre, und jetzt... Wo ist er? Ich sehe ihn daher sausen am Radar. Da steht er und sollte jetzt eigentlich nochmal rausfahren. Und macht er auch. Sehr gut. Wo ist er? Und kommt er rechtzeitig, beziehungsweise kommt er spät genug, muss man eher sagen. Oder ist er früher da? Ah, ist sogar früher da. Schaut euch das an. Aber fährt eh nicht aufs richtige Gleis. Und fährt somit gleich wieder raus. Okay, dann werden wir das ändern. Und zwar... Ah, ich habe hier die falsche Weiche gestellt. Die hier... Na, die hier muss auch noch gestellt werden, beziehungsweise... Habe ich da zwei falsch gestellt? Kann das sein? Naja, kommt drauf an, wo wir hinwollen. Der fährt da rein und geradeaus durch, oder? Ja, das passt schon. Okay, dann müssen wir hier schnell den Fahrplan ändern. Nämlich, sollte es genügen, auf alle Züge anwenden, ist vielleicht ein bisschen radikal, aber wenn wir den hier auf 4.30 Uhr stellen, machen wir es uns einfach. Machen wir es hier mit einfach Abfahrtszeit oder machen wir 4 Uhr, haben wir ein bisschen Puffer und vom 4er, vom 3er so rum, das löschen wir einfach, weil der, na, wollt ihr alle löschen? Ja, sind alle gelöscht? Ja, 10 Minuten halten, passt. Weil der kommt ja später rein. Okay, gehen wir jetzt davon aus, ich habe es nach ewig Zeiten jetzt richtig eingestellt. Jetzt fehlt uns dringend der Zug hier. Oh, ich sehe die ersten Häuser entstehen. Sehr schön. Heißt natürlich, wir brauchen darauf sehr bald die Straßenbahn. Zuerst aber S-Bahn. Weil hier Überkapazität. Da wollen viel mehr Leute fahren, wie wir unterbringen. Gut, wir wollen eh in die Stadt fahren. Von dem her, die Leute fahren, weil das ist ja später dann die kleinere Stadt, hoffentlich. Das heißt, die Leute wohnen hier und fahren hierhin. Behaupte ich jetzt einfach, um es mir einfach zu machen und recht zu fertigen, warum wir da losfahren und uns mit der Bereitstellung dann etwas einfacher tun, wenn wir hier rüberfahren mit der S-Bahn. Jetzt ist natürlich die Frage, was verwenden wir als S-Bahn? So, der 9er ist der rausfährt, und lassen wir den 10er frei, da gibt es dann auch irgendwann einen Gegenzug. Was verwenden wir als S-Bahn? Sollen wir uns hier bei den Pendlern umschauen? Highspeed-Commuter vielleicht. Das wäre eigentlich eine nette Option, weil das ist noch ein Pendlerzug, aber eben... Highspeed, die kommen zwar relativ teuer im Betrieb, aber warum nicht? Leisten wir uns mal einen. Die Frage ist, welchen? Gute Frage. Mit den Modellen kenne ich mich jetzt auch nicht so gut aus. Aber ich glaube, der ist ein sehr gängiger. Der 223 und der 207. Also nehmen wir einen von denen. Die haben Kapazität 180%. Ja, warum nicht? Nehmen wir den 223, 120 km/h ist wirklich flott. Mit was fahren wir hier im Moment? 105 km/h ist auch schon High Speed. Dann ist die Frage, ob man nicht das Modell hier gelegentlich gegen was Schnelleres tauschen. Weil wir verkehren hier ja zwischen den Städten ohne Halt. Und wir nehmen die hier, das Modell jetzt wirklich als
S-Bahn. Das könnte man machen. Dann kaufe ich den falschen, offensichtlich. Macht nichts, macht nichts. Passt mal auf, der hat eh schlechtere Kapazitäten. Ah, bin gerade ein bisschen unschlüssig. Ich hoffe, dass ich mir jetzt nichts ruiniere. Das probieren wir jetzt einfach. Ah, die haben Länge 8, das geht auch nicht. Die kann ich auch nicht einfach gegen die tauschen. Wisst ihr was? Ich nehme jetzt einfach den. Und dann zerbrechen wir uns dann anderes Mal den Kopf. Ich bin nämlich gerade beim Hin und Her überlegen. Der ist mir irgendwie ein bisschen zu schlecht fast. 510. Das stimmt aber auch nicht ganz. Weil bei 160%, glaube ich, sollen das sein. Wie kommen wir dann auf die 1600 bei Länge 8? Okay, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, gebe ich zu. Das ignorieren wir jetzt einfach mal. Und ich schaue, dass ich einfach ein paar neue Züge aufs Gleis bekomme. So, und zwar nehmen wir hier den Bahnsteig. Oh, habe ich es noch geschafft? Bleibt er noch stehen? Jawohl. Nein. Bleibt er nicht. Okay. Dann entfernen wir nochmal flott. Pause. Und jetzt Fahrplanassistent. Okay, was wollen wir hier machen? Wir wollen mal grundsätzlich da abfahren. Und zwar fahren wir, der ist etwas schneller, also könnte man, fahren wir früher, fahren wir 4. 3:50 Uhr, das probieren wir jetzt einfach mal. Die Bereitstellung ist jetzt relativ früh. Da werden wir irgendwann noch ein bisschen anpassen müssen. Weil es ist wirklich sehr, sehr früh. Also da haben wir dann lange Standzeiten drüben. Es sei denn, wir fahren relativ früh ab. Das erste Mal können wir natürlich auch machen. Könnten wir um 5 oder so das erste Mal fahren. Lass uns mal überraschen. Wir müssen auf jeden Fall abfahren, bevor die anderen da hinterherkommen, bevor der andere, der Dreier oder der Vierer da hinterherkommen. Die stehen da ja jetzt bereit oder nicht? Wo sind die? Wo sind sie geblieben? Müssen wir dann schauen. So, hier sind wir auf jeden Fall richtig unterwegs. Wo ist der Dreier und der Vierer? Die stehen mit einer Menge anderen Züge im Stau. Warum? Weil ich natürlich vergessen habe, die Ausfahrt zu regeln. Haha, sehr schön. Ist nicht ganz so schlimm. Dreier und Vierer kommt jetzt weg. Wen hat es da noch erwischt? Den 7 und den 8. Ja, aber ist auch eine sehr schöne Demonstration. Was passiert, wenn man nicht aufpasst bei A-Train? Man baut sich ein sehr komplexes System zusammen, macht einen Fehler und hat dann ein riesen, riesen Durcheinander produziert. So, hier fährt der Achter ab. Nein, nicht ganz. Hier fährt der Siemer ab. Dann, wenn wir dann entsprechend wieder platzieren, war erstmal einen guten Platz finden zum aufs Gleis setzen. Sollte eigentlich richtig reinfahren. Jawohl. Sollte relativ schnell repariert sein. So, da ist die Frage. Setzt man denn hier hin? Sollte auch sich das selber richten, hoffentlich. Den Dreier und Vierer haben wir theoretisch jetzt, haben wir noch nicht verpasst, weil wir können
Den Dreier. Jetzt ist halt Reparaturarbeit angesagt, aber das kennt man ja auch schon aus früheren Folgen. Den Dreier, der fährt dahinter, der Vierer fährt um 4 Uhr und fährt eben vermutlich falsch raus, oder? Kann das sein? Na, eigentlich müsste er da direkt rausfahren. Sollte eigentlich alles stimmen. Warum stimmt es nicht? Das müssen wir uns jetzt überlegen. So. Weil der fährt hier raus. Ah, ist schon klar. Da muss er rüber. Okay. Der Dreier fährt hinterher. Na, welchen Gleis? Moment. Welches Gleis verwenden wir jetzt wirklich? Jetzt muss ich doch nochmal schauen. Gleis 3. Okay, passt. Fehler gefunden. So. Haben wir es jetzt. Stimmt jetzt alles wieder. Eventueller Güterzug könnte Probleme machen. Schauen wir, wo der umgeht im Moment. Der Nuller. Ja, ich glaube, der passt auch wieder. Huh. Haben wir es repariert? Lassen wir einfach mal sausen eine Zeit lang. Und dann sieht man es ja, ob irgendwo Staus entstehen. Aber ich glaube, wir haben es repariert. Gut, dann können wir uns jetzt endlich mit etwas Verspätung um den hier kümmern. Okay, 3:50 Uhr. Gut. Ach, so schnell vergehen hier die Folgen. Zumindest für mich. Weiß, ist jetzt viel Bastelarbeit dabei gewesen. Aber das gehört einfach dazu. Ich kann es immer wieder betonen. Ja, jetzt sind sie da. Wollte mich nur noch mal überzeugen. Also 3:50 Uhr geht's los. Hier sind wir richtig, haben wir gesagt. Dann saus mal mit Highspeed da runter. Und jetzt ist halt die Frage. Bei der Anfahrt, wenn wir fahren die Haltestellen hier jetzt an, für den Moment bleibe ich mal stehen. Und dann schauen wir weiter. Na, ah, da fährt er schon hinten auf. So. Der ist jetzt mehr oder weniger durch Zufall auf ein freies Gleis gefahren, was aber okay ist. Ah, so. Wo fährt der Vierer hin? Gleis 5 fährt 6 Uhr ab. 11er, Gleis 3, Abfahrt 5. Und wie oft? Keine Ahnung. Müssen wir noch einstellen. Machen wir mal 5 und wenden und schauen wir uns das an. 5 Uhr geht sich mal aus. Wir haben den kurzen Bremser eben von dem Zug, der dahinter fährt, beim Bereitstellen, soll aber nicht stören. So, und jetzt natürlich halt mal hier, was heißt, das dürfen wir auch nicht vergessen. Von dem her ist das vielleicht doch im Nachhinein gesehen nicht die richtige Zugwahl. Hier halten wir jetzt natürlich im Vorort, wo überhaupt keine Passagiere mehr sind. Aber macht nichts. Das schauen wir uns jetzt einfach mal in Ruhe an, was da rauskommt. Da bleiben wir überall brav stehen. Und hier müssen wir geradeaus fahren. Da wollen wir nicht ins U-Bahn-Netz. Und da würde ich gerne auf den ganz linken Bahnsteig. Und da wenden wir jetzt einfach mal und schauen, was passiert. Schauen wir mal, wann wir zurückkommen. Wenn wir hier
keine bestimmten Abfahrtszeiten angeben, sondern einfach direkt zurückfahren. Mal überraschen lassen. So, dann müssen wir... Ich habe gerade kurz die Übersicht verloren. Hier müssen wir abzweigen, oder? Na Moment, jetzt sind wir runtergefahren. Ups, okay. Kurze Verwirrung. Wie richtet man das jetzt am besten? Lass man einfach dann nochmal umdrehen. Dann sind wir wieder am richtigen Gleis. Jetzt ist natürlich die Rückfahrzeit nicht mehr ganz richtig. Von dem her wäre es fast gut, wenn wir das nochmal von vorne starten. Na, komm. Er weigert sich jetzt aber. So, okay. Gut. Der zweite sollte dann hoffentlich weniger Probleme machen, wollte ich gerade sagen, stimmt auch nicht, weil der Gegenzug, der müsste dann wirklich hier losfahren. Oder wir fahren einfach ein bisschen später ab. Eine Stunde oder je nachdem, wie lange wir jetzt hier brauchen, dann machen wir den Gegenzug auch so, dass er hier bereitgestellt wird. Warum nicht? Okay, jetzt aber. Dann klicken wir jetzt einmal die Fahrt schnell durch. Das passt ja alles. Und dann schauen wir, wie lange wir brauchen. 5 Uhr sind wir abgefahren. Im Moment schaut es so nach etwa 3 Stunden aus, was nicht sehr günstig ist, glaube ich. Oder fahren wir beim anderen 4 Stunden? Ich müsste nochmal schauen. So, jetzt sollten wir ein bisschen bremsen, beziehungsweise schauen, dass wir aufs richtige Gleis kommen, was wir tun. Und wann sind wir wieder da? Ja, kurz nach 8. Okay. Dann stellen wir mal auf 9. Für den Moment. Letzte Fahrt hier irgendwann. Um 1, und das ist dann die, die ihn ins Depot führt. Es ist die Frage, sollen wir es riskieren, den jetzt einfach durchfahren zu lassen? Ja, wir müssen ihn schon zumindest beobachten, was er so tut und ob er irgendwo auffährt. Aber ich glaube, vom Gefühl her soll es passen. Und sobald er hier ist, ist es eh egal. Da können wir durchspulen. Relevant wird's, sobald er da reinfährt. Aber wenn, fährt er eh hinten auf. Ah, das war ein schönes Überholmanöver da. Weil er ist ja der Schnellere. Ich glaube, das für den Moment lassen wir es einfach so. In der Hoffnung, dass alles passt. Wenn nirgends Stau entsteht, dann akzeptieren wir das. Und jetzt müssen wir nur aufpassen. Jetzt kommt die letzte Fahrt. Dann schalten wir wieder auf den Fahrplanassistenten, weil jetzt müssen wir ins Depot. Heißt, theoretisch eben sollten wir jetzt hier, ja, hier könnte man noch halten. Wir müssten nur später hier einstellen, dass er bei der letzten Fahrt da alle auslädt. Das heißt, auf individuell umstellen. Und das ist mir jetzt ein bisschen zu viel Arbeit zugegeben. Darum lassen wir das mal aus. So, jetzt aber müssen wir sagen, Achtung, da spät in der Nacht, bitte abzweigen. Sollte auch genügen, wenn wir das 0 bis 2 Uhr wie üblich drin lassen. Und dann können wir grundsätzlich hier geradeaus fahren. Jetzt müssen wir nur noch das richtige Gleis erwischen. Und ich glaube, wir sind auf dem richtigen, oder? Schaut gut aus. Und dann haben wir hier
falls wir alles richtig gemacht haben, unsere S-Bahn, die etwas irritierenderweise eben schneller ist wie der Regionalzug. Das heißt, da müssen wir eben noch ein bisschen Modelle tauschen gelegentlich. Was mich jetzt interessieren würde, ist, ob überhaupt schon ein paar Leute fahren. Oh ja, da war jetzt eine Fahrt dabei, zwei Fahrten sogar, wo richtig voll war. Da noch eine. Das sind vermutlich, ich habe es nicht genau geschaut, aber ich nehme an, die Fahrten hier raus in den Vorort. Ah ja, und vom Vorort da rein. Eher so. Beides. Okay, das heißt, die zwei Stationen, hier wird schon so viel an Passagieren transportiert, dass sich allein deswegen der Zug schon lohnt. Super. Ja, schaut euch das an. Perfekt. Tolle Sache. Ja, dann werden wir dann nächstes Mal uns um den Gegenzug kümmern. Hier entsteht schon ein bisschen was. Also nächstes Mal, zweiter Zug. Lohnt sich jetzt schon, offensichtlich. Und hier die zwei Straßenbahnen und die U-Bahn. Viel zu tun. Dann wünsche ich alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vierdenk und baba.